Ja, ein Foto beeindruckend, vor allem ein wenig paradox beeindruckend in dem, was es nicht zeigt. Es zeigt nämlich einen Wald, der kein Wald mehr ist, ein Wald nach einem großen Waldbrand im südhessischen Münster. 25 Hektar Wald sind dort verbrannt und man sieht verkohlte Bäume, Asche und die einzige Farbe im Bild sind die Feuerwehrautos und man sieht noch ausgerollte Löschschläuche. Das Ganze ist wie ein Mahnmal zur aktuellen Diskussion über den Klimawandel, Klimakrise, der Stress, den der Wald im Moment hat. Also das Zusammentreffen von steigenden Temperaturen, wenig Niederschlag plus Schädlinge. Also der Borkenkäfer frisst ja viele Bäume im Moment auf, insbesondere in den Kiefernmonokulturen. Und all das in einem Bild, das sehr aufgeräumt wirkt, wie geometrisch fast abgezirkelt. Und das Wegenetz in dem Wald dient jetzt nicht mehr der Forstwirtschaft, sondern man könnte es fast wie ein Kreuz als Mahnmal interpretieren. Und das bringt eine Diskussion. Und das Thema Klimawandel ist ja neben dem Thema Krieg, was uns im Moment beschäftigt, das, was ja auch auf der Tagesordnung steht und bringt diesen Zusammenhang in einer wirklich sehr gelungenen Art und Weise zum Ausdruck. Und das ist ein würdiges Foto des Jahres, denke ich. Die Drohne habe ich seit ungefähr 4 Jahren immer dabei, damit ich im Fall der Fälle also einen anderen Sichtpunkt finden kann, einen anderen Blickpunkt finden kann, dass ich das Bild anders gestalten kann. Als ich dann da in der Luft war, haben sich diese Wegekreuzungen tatsächlich angeboten. Ich habe mehrere Varianten ausprobiert, dieses Kreuz zentriert. Das hat mir nicht gefallen und ich habe es dann tatsächlich im Hinblick, weil es wirklich, es sah tot aus von oben. Und ich habe die Feuerwehrautos gebraucht, zum einen, um die Dimension zu zeigen, weil sonst hätte es auch Unkraut sein können und nicht große Bäume, die da unten liegen. Und habe dann das Bild tatsächlich so, wie es jetzt hier zu sehen ist, ist es auch aufgenommen. Also das ist dann kein weiterer Ausschnitt, sondern das Kreuz ist genau an der Stelle auch bewusst platziert, tatsächlich. Ja, und zwar hat mich am Vorabend der Landwirt angerufen und er meinte, er müsse ein Zeichen setzen. Er fährt mit seinem gelben Traktor und mit seinem blauen Grupper in den ukrainischen Farben am nächsten Tag im Bindersleben auf sein Feld und möchte ein Peace-Zeichen ackern. Ja, das war es eigentlich schon.
Naja, also grundsätzlich war es ein großartiger Wettbewerb, wie jedes Jahr. Wir haben tolle Arbeiten gesehen. Es haben sich auch wieder mehr Fotografinnen und Fotografen beteiligt, was wahrscheinlich daran lag, dass die Corona-Beschränkungen dann doch ein bisschen nachgelassen haben und es auch wieder mehr Veranstaltungen gab, die man fotografieren konnte und so weiter. Wir freuen uns natürlich als DJV Thüringen zusammen mit dem DJV Hessen da, was für unsere freien, vor allen Dingen für unsere freien Fotografinnen und Fotografen tun zu können. Wir haben eine super Ausstellung, die jetzt gerade durch Thüringen tourt und mit der wir in verschiedenen Orten sind. Saalfeld ist noch bei uns auf dem Programm, Mühlhausen, auch Zollenroda ist dabei. Ja, insgesamt wieder eine schöne Veranstaltung und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin so tun können. Ja, ohne die Unterstützung von starken Partnern wäre so ein Wettbewerb gar nicht möglich. Und einer der treuesten unserer Partner, wenn nicht der treueste, weil von Anfang an dabei ist, der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, dem wir sehr dankbar sind, dass er jedes Jahr wieder diesen Wettbewerb möglich macht. Aber auch die Initiative Erfurter Kreuz ist seit Jahren dabei und hilft uns, da etwas für unsere freien Fotografinnen und Fotografen zu tun. Wir sind zudem unterstützt worden von der Presseversorgung, von der HMKW und natürlich, und das darf man nicht vergessen, auch die Landtage in Thüringen und Hessen sind unsere Partner. Die Präsidentinnen haben jeweils die Schirmherrschaft übernommen und wir können unsere Bilder in den Landtagen ausstellen. Und auch das ist natürlich eine Sache, die so einen Wettbewerb dann irgendwie auch nochmal aufwertet. Und deswegen sind wir all unseren Förderern und Sponsorinnen und Sponsoren sehr dankbar dafür, dass sie diesen Wettbewerb möglich machen.